Hallo und herzlich willkommen zu wahrscheinlich letzten Folge Brothers, A Tale of Two Sons. Ich bin Mario und ich begleite euch durch dieses Spiel. Und ja, diese Folge kommt leider etwas verspätet. Hat den Grund, ich möchte das Spiel eigentlich gar nicht durchspielen. Die Geschichte finde ich so klasse und so schön. Und ja, ich weiß gar nicht, was soll ich denn sagen dazu. Es ist einfach, schaut nur mal die Grafik an. Ich mag es, wenn meine Augen Grafik verwöhnt werden. Und ich meine, hier wurde sich echt richtig viel Mühe gegeben. Und dann die Storyline, echt Wahnsinn. Manchmal ein bisschen verwirrend, aber eigentlich klasse. Vor allem, achso, hier hoch. Ja, vor allem das Steuern von zwei Charakteren gleichzeitig. Also das, ich kenne kein Spiel, das es schon irgendwie so in der Art irgendwie hatte. Und jetzt hoffen wir bloß noch, dass wir schnell genug zu Hause ankommen. Oder was heißt zu Hause? Beim Ältesten des Dorfes, um unseren Vater zu retten. Wer die erste Folge gesehen hat, weiß, wovon ich rede. Weiß nicht. Die Playlist ist auf unserem Kanal zu finden. Ich verlinke sie noch in meiner Kanalbeschreibung. So. Jetzt geht's darum. Gott, ich hab doch Angst. Ich kann doch nicht schwimmen. Das ist die Mutter. Also die Mutter von ihm. Die gestorben ist, weil er ihr nicht helfen konnte. War halt doch nur ein Gebilde deiner Fantasie. Na, dann hoffen wir mal, dass du den Deckel richtig drauf gemacht hast. Nicht, dass ich das Wasser des Lebens... Was? Na komm. Was kann ich denn jetzt machen? Ach, der Bruder. Ah. Ich muss die Aktionstaste des Bruders gedrückt halten, damit er auch schwimmt. Das ist genial. Das ist gut gemacht. Finde ich toll, gefällt mir. Schau, du hast doch die Strecke geschafft, Junge. Ist doch super. Die sind alle stolz auf dich. Und meine Nase juckt leicht. Ich hoffe, ich muss nicht niesen. Und ich hoffe wirklich, dass wir rechtzeitig beim Vater ankommen, weil ich denke nicht, dass er noch einen Schicksalsschlag noch verkraften kann. Hier geht's zu unserem Haus hoch. Richtig? Ja, wir sind ja fast da. Ich lasse mich noch mal ganz kurz gucken. Wie gesagt, ich möchte noch nicht durchspielen. Ja, das ist unser Haus. Oh, 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 großes Gewitter. Oder doch nicht? Hä? Da müsste doch hier... Ja, genau, hier ist der Grabstein. Hier liegt die Mutter begraben. Ich drücke jetzt die Aktionstaste des Bruders, also den verstorbenen Bruder. Und wenn ich die... Okay, ich kann auch die Aktionstaste des kleinen Bruders drücken. Okay. Oh, ein kleiner Huckler, wenn's gewittert. Okay, jetzt aber verschleunigt zum Vater. Nicht, dass der uns auch noch abhanden kommt. Sagen wir mal so. Echt, ich mag das Spiel. Ich glaube, ich spiele es auch noch ein zweites Mal durch. Nein, nein, nicht. Vielleicht. Bestimmt. Also, wahrscheinlich noch. Ja, genau. Immer auch die Aktionstaste des Bruders dazu drücken. Weil er ist ja schließlich auch unser Vorbild, der große Bruder. Hopp. Und. Komm.
Wow. Ja, okay. Super Sache. Ah, er muss ja mit dem steuern. So, jetzt schnell zum Vater rein. Tach. Hi. Ati, Ati, Daba. Abi. Scheint so, als hätten wir es geschafft in, ja, weniger als letzter Sekunde. Natürlich sind wir jetzt extrem erschöpft. Oh Mann. Jetzt haben wir Zeit zum Trauern. Die Mama gestorben, der Bruder gestorben. Und jetzt? Okay, hier scheint es nicht weiterzugehen. Okay, Wasser geht auch nicht. Dann gehen wir mal nach oben zu unserem Haus. Okay, der Schienenwagen ist drüben. Damit wir unheimlich. Boah, schau mal, hey, jetzt, wenn es so hell ist und. Boah, schaut doch genial aus. Schau mal den. Boah, wunderschön. Ich bin wieder sprachlos. Das Spiel fasziniert mich einfach. Der Vater steht oben am Grab. Okay. Ah, beide Gräber. Da waren es nur noch zwei, wenn man es so sagen kann. Aber in dem Herzen werden beide immer noch da sein, das ganze Leben lang. Ja, scheint, als wäre es das gewesen. Mein Fazit, ich finde das Spiel einfach nur klasse. Richtig genial. Also, schon lange kein Spiel mehr gehabt, das mich so begeistert hat. Das letzte Spiel, ja, das... Ich mach mal ein bisschen leiser. Das letzte Spiel, das mich so begeistert hat, war The Last of Us. Und das ist ja so ein Nummer 1 Titel, The Last of Us, ja. Und das ist so... Ich will es nicht sagen, so ein nebenbei Indie-Game-Titel, sondern das ist ja auch schon, also meiner Meinung nach ist es was Großes, weil die Story ist genial, also bitte, falls ihr nicht das ganze Let's Play angeschaut habt, dann schaut euch das an. Geniale Story, also kann man nichts sagen. Die Grafik mache, ja, das ist zwar ziemlich einfach, ziemlich wenig Polygone und so weiter, aber dadurch wird's, denke ich, erstmal schön, ja? Ich habe The Last of Us auch in der HD-Version. Ich sag, das ist ein Nachteil für die, weil du siehst einfach wirklich jeden einzelnen Polygon und so weiter. Aber ich will jetzt nicht das Spiel mit Last of Us vergleichen. Das hat damit gar nichts zu tun. Das Spiel ist einfach ein gutes, tolles, geniales Spiel. Das kann man auch auf jeden Fall mal durchzocken, kann man sich auf jeden Fall mal holen. Ich werde es auf jeden Fall noch ein zweites Mal durchzocken.
wenn ich mal die Zeit dazu finde, sagen wir mal so. Ja, mehr kann ich nicht sagen. Ich lasse euch jetzt allein mit dem Abspann. Könnt noch die Leute ehren. Ich bleibe auch noch sitzen. Möchte aber noch die Musik ein bisschen lauschen. Ja, wir sehen uns beim nächsten Let's Play wieder. Bis dahin, ciao, euer Mare.